Geehrte Geschwister, was würden wir tun, wenn wir unsere Familie, unsere Frau oder unseren Ehemann, unsere Kinder, unsere Neugeborenen in der Wüste zurücklassen müssten? Was würden wir tun? Worum würden wir Allah Ta'ala bitten? Diese und weitere Fragen beantwortet uns ein Bittgebet Ibrahims, alayhi as-salam, was Allah Ta'ala in seinem ewigen Wort festhielt und was nachlesbar ist in der Surat Ibrahim, das ist die 14. der Abfolge nach, circa ab der 35. Aya. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Allah Ta'ala fordert den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dazu auf und erinnere daran, als Ibrahim sagte: Mein Herr, mache diesen Ort sicher und entferne mich und meine Nachkommen davor, Götzen zu nehmen, anderes außer dich anzubeten. Mein Herr, gewiss sie, diese Götzen, haben viele Menschen in die Irre geführt. Also wer mir folgt, gehört zweifelsohne zu mir. Und wer mir widerspricht, so bist du gewiss allvergebend und gütig und gnädig. Unser Herr, ich ließ von meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal nieder, bei deinem Muharram-Haus, unser Herr, damit sie das Gebet verrichten mögen. So lasse Herzen von den Menschen ihnen zugeneigt sein und gewähre ihnen Versorgung von den Früchten, damit sie dankbar sein mögen. Unser Herr, du weißt zweifellos, was wir verbergen und was wir kundtun. Und Allah bleibt nichts verborgen, weder auf Erden noch im Himmel. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, der mir im hohen Alter Ismail und Ishaq schenkte. Gewiss, mein Herr ist zweifelsohne des Bittgebets allerhörend. Mein Herr, lass mich das Gebet verrichten und auch meine Nachkommenschaft. Mein Herr, und erfülle das Bittgebet. Mein Herr, vergib mir meinen Eltern und den Mu'minin am Tage, wenn zur Rechenschaft gezogen wird. Liebe Geschwister, aus Surat Ibrahim, ab der 35. Aya kann man dies nachlesen, circa eine Seite des Mushafs. Aus diesem Bittgebet können wir sehr viel lernen. Zum einen bittet Ibrahim alayhi as-salam
um Sicherheit. Sicherheit davor, Schirk zu begehen, Allah Ta'ala etwas beizugesellen. Und subhanallah, hier merkt man auch, dass das Grundproblem eigentlich das sein sollte, dass man Allah Ta'ala etwas beigesellt und nicht ihn in Frage stellt. Und so heißt es auch im Koran, Afillahi Shak. Gibt es Zweifel an Allah? Das heißt, der Atheismus in dem Sinne ist erst ein neueres Phänomen. Aber grundsätzlich war oder ist die Ausgangsposition des Menschen eine religiöse. Und sei sie, dass sie, wie gesagt, sich in den Schirk verwickelt, der großen Sünde, der Beigesellung, aber nicht, dass man das Religiöse an und für sich leugnet. Und er bittet auch um Sicherheit, um materielle Sicherheit für das Land. Und subhanallah, dass er in seinem Bittgebet erwähnt, unser Herr, ich ließ von meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal nieder. Es ist in einem Bittgebet nicht zwingend notwendig, weil das ist ja keine Bitte, das ist eine Beschreibung und Allah Ta'ala weiß alles. Warum also, liebe Geschwister, diese Beschreibung in diesem Bittgebet? Warum diese Beschreibung? Und wir können uns vielleicht an den Hadith erinnern, der auch authentisch ist, dass drei Menschen in einer Höhle verschüttet gewesen sind und sie spürten, dass sie Allah Ta'ala bitten müssen, um hinauszugelangen, und zwar durch ihre guten Taten. Und so erwähnten sie im Bittgebet ihre guten Taten. Ja, der eine war gut zu seinen Eltern, der eine war ehrlich in Geschäftsbeziehungen und der andere, ihm war eine verbotene Beziehung praktisch gesehen möglich, aber durch das Gedenken an Allah Ta'ala ließ er davon ab. Ja, und sie erwähnten also ihre guten Taten in ihrem Bittgebet. Warum? Weil dies, liebe Geschwister, das Bittgebet stärkt. Und weil diese Art von Bittgebetstärkung unsere Taten stärkt. Das heißt, wir alle sollten Taten haben und Taten tun, wenn wir sie nicht haben, beziehungsweise immer weiter tun, ja, damit wir, wenn wir eines Tages in Bedrängnis kommen, diese Taten in unseren Bittgebeten mit erwähnen können, auf dass diese Bittgebete erfüllt werden. Und dann subhanallah, Ibrahim alayhi as-salam, er erwähnt auch das, wofür Allah Ta'ala dankbar ist, dass er im hohen Alter noch Vater werden konnte. Weil die Dankbarkeit, liebe Geschwister, ist etwas, was Allah Ta'ala als Grund, als Anlass dafür nimmt, jemandem mehr zu geben. Wa in shakartum la azidannakum, sagt Allah Ta'ala auch in Surat Ibrahim. Und wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch mehr gewähren. Und er füllt sein Bittgebet mit Emotionen. Er erinnert sich an das, wofür er dankbar zu sein hat. Und er erwähnt seine Dankbarkeit in seinem Bittgebet. Aber auch der Zusatz, der Teil der Aya, وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Und nichts bleibt Allah Ta'ala verborgen, weder in der Erde noch im Himmel. Die Gelehrten sind sich nicht einig, ist das Teil des Bittgebetes Ibrahims oder ist das Wort von Allah, das direkte Wort von Allah? Oder zitiert Allah Ta'ala hier Ibrahim? Die Gelehrten sind sich nicht einig. Und im Tafsir von den beiden Großgelehrten Jalalain ist darauf hingewiesen, auf diese Mehrdeutigkeit im Kontext. Es mag also sein, dass Allah Ta'ala hier direkt spricht, es mag aber auch sein, dass Ibrahim alayhi as-salam dies in seinem Bittgebet integrierte. Und wenn dies der Fall ist, dann ist dies eine Erinnerung an die Allmacht Allah Ta'alas. Damit auch die Sicherheit im Bittgebet eine gesteigerte ist. Denn manchmal fühlen wir uns verzweifelt. Manchmal scheint eine Lösung nicht denkbar oder eine Heilung nicht möglich oder ein Ausweg nicht vorstellbar. Aber wenn wir uns an die Allmacht Allah Ta'alas erinnern, dann wird auch unser Bittgebet sicherer vorgetragen. Und die Sicherheit im Bittgebet, das Allah Ta'ala zu erfüllen vermag, zum einen, weil er allmächtig ist, zum anderen, weil er barmherzig ist, diese Sicherheit ist auch, liebe Geschwister, wichtig dafür, dass die Bittgebete von Allah Ta'ala erhört werden. Und man bittet nicht nur für sich
Ja, Ibrahim a.s. er bat darum, dass er das Gebet verrichten möge. Ja, und das Gebet wird hier an zweifach erwähnt. Aber er bittet auch darum, dass seine Nachkommenschaft das Gebet verrichten möge. Das heißt, man bittet weder nur für sich und vergisst die anderen, noch bittet man nur für andere, ohne auch an sich selbst zu denken. Ja, kann ja auch mit einer gewissen Arroganz einhergehen, wenn man nur für andere Mitgebete macht, aber sich selbst vergisst, als ob man dies selbst nicht nötig hätte. Er bittet also darum, dass seine Nachkommen das Gebet verrichten werden. Darum bittet er. Und dass er selbst zu den Betenden gehört. Und liebe Geschwister, mit gutem Beispiel vorangehen ist grundlegend. Ich sage euch selbst, wenn man nicht lesen kann, aber wenn man einfach von den Kindern dabei gesehen wird, wie man Bücher in der Hand hält. Ja, und es gibt viele Bücher, sind Mischbücher, nicht reine Bilderbücher und auch nicht so viel Text. Man beschreibt dem Kind einfach das, was man in den Bildern sieht. Und die Kinder, die wachsen damit auf. Immer sieht man die Eltern ja, mit Büchern in der Hand. Ja, und die Eltern reden über das, was sie sehen, ja, schmücken das bisschen aus, die Bilder. Das ist Leseunterricht für Kinder. Nicht ja, das ABC, die Vermittlung des ABCs oder die Vermittlung des Lesens, sondern dass die Kinder sehen, was die Eltern tun. Weil Kinder sind in den ersten Jahren oder umso jünger die Kinder, umso stärker spiegeln sie ihr Elternhaus wieder, ihre Umgebung wieder. Ich war mal in einer Situation, es war in einer Moschee in München, beziehungsweise außerhalb einer Moschee in München, und dort gibt es einen Brunnen außerhalb des Gebäudes, um sich zu waschen. Und es war kalt gewesen und ich habe über meine Fußbekleidung gestrichen. Ja? Und andere Kinder waren dort und auf einmal fingen sie auch an, das Wasser zu nehmen und über ihre Schuhe damit zu streichen. Und ich wusste jetzt nicht, was soll ich machen? Also soll ich sagen, hört auf oder macht weiter oder soll ich gar nichts dazu sagen? Aber das war dieser Moment zu sehen, ah, subhanallah, Kinder werden alles Mögliche machen, wenn du es vormachst. Also muss man darauf achten, was mache ich vor? Und im positiven Sinne kann man das als Kraft nutzen, weil man redet vom Vorbild. Ich weiß, wir kennen das Wort, aber begreifen wir das Wort Vorbild. Bild, das, was man sieht, ja, nicht Vorwort, ja, im Sinne von das, was man hört. Ja, meine Eltern waren mir ein gutes Vorwort gewesen. Nein, sie waren dir ein Vorbild, im Positiven, möglicherweise aber auch im Negativen. Und darauf mögen wir achten. Natürlich bis zu einem gewissen Maß, weil die Menschen werden wir nie zufriedenstellen. Wir kennen alle die Geschichte vom Hodja Nasruddin, ja, der in ein Dorf einritt und sein Sohn führte den Esel. Und die Menschen beschwerten sich, ja, der unbarmherzige Vater. Und dann bei einer anderen Gelegenheit ließ er seinen Sohn reiten und er führte den Esel. Und dann hieß es, wie respektlos, der Sohn. Und dann, zu einer Gelegenheit ritten sie beide auf dem Esel, dann hieß es, wie unbarmherzig dem Tier gegenüber. Und zu der anderen Gelegenheit führten sie beide den Esel und dann hieß es, wie dumm, keiner von denen reitet den Esel. Ja? Es gibt also ja, gewisse Grenzen, sonst machen wir uns verrückt. Aber gleichzeitig, liebe Geschwister, und da gilt es, die Balance zu finden und von Allah Ta'ala zu erbitten. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwo den Menschen dabei helfen, dass sie keine Missverständnisse haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Ramadan zu den Nachtgebeten. Es gab etwas zu klären zwischen ihm und seiner Frau Safiya. Allah Ta'ala möge mit ihr zufrieden sein. Und es war dunkel und ja, der Prophet bemerkte, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, wie zwei Prophetengefährten die Situation bemerkten und dann schnell weitergingen. Sie wollten ihn nicht stören. Ja, und er rief sie zu sich, beziehungsweise ging er zu ihnen hin, das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, und sagte, das ist meine Ehefrau Safiya. Und die Prophetengefährten haben gesagt, subhanallah, warum teilst du uns dies mit? Ja, wir würden dich niemals in irgendeiner Form schlecht über dich denken. Ja? Und der Prophet, er nutzte diese Gelegenheit, nicht, dass er sie beschuldigte, schlecht zu denken, aber er nutzte diese Gelegenheit, um zu sagen, dass der Scheitan die Gedanken des Menschen zu beeinflussen vermag. Ja? Und
so wie das Blut durch den Körper fließt, vermögen schlechte Gedanken, Geistesblitze, die man nicht unter Kontrolle hat, ja, einem durch den Kopf gehen. Und er wollte einfach nur für Klarheit sorgen. Das war's. Ja. Das heißt, weder das eine Extrem, dass wir sagen, ach, uns interessiert nicht, was die Leute sagen. Doch, den Propheten hat das interessiert. Sallallahu alaihi wasallam. Was die Leute vielleicht denken könnten. Oder irgendwelche Geistesblitze, die vielleicht auftauchen könnten, ja, die auch unangenehm sind. Ja, also weder zu stark die Leute berücksichtigen, noch dies vernachlässigen. Ja. Ibrahim a.s. erbittet darum, dass er das Gebet verrichtet und er möchte selbst ein Vorbild darin sein. Und das sagt auch Allah Ta'ala in Surah Taha, der 20. Surah, der Abfolge des Mushafs nach: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ertrage deiner Familie das Gebet auf und sei selbst darin ausdauernd. La nas'aluka rizqa. Allah Ta'ala bittet uns nicht um Versorgung. Nahnu narzuqukum wal 'aqibatu lit-taqwa. Wir versorgen euch, also Allah Ta'ala spricht im Pluralis Majestätis. Er spricht als König und verwendet da diese Mehrzahlsform, diese spezielle. Wir versorgen euch und der gute Ausgang ist durch die Gottesehrfurcht, die Gottesliebe bestimmt. Imam Ibn Kathir, er kommentierte diese Aya auch damit, dass wer seine Gebete verrichtet, dem wird Allah Ta'ala die Versorgung vermehrt zukommen lassen. Allah Ta'ala sagt im Koran: فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Und berichte ihnen von den Begebenheiten, von dem, was sich ereignete, auf das sie nachdenken mögen. Deswegen werden wir uns mehr noch darin vertiefen, was war diese Situation, in der Ibrahim a.s. und seine Frau Hajar a.s. und ihr Sohn Ismail gewesen ist. Zunächst einmal Ibrahim a.s., er hat eine Bedürfnispyramide aufgestellt. Ja? Worum bat er zuallererst? Dass die Nachkommenschaft, also dass seine Familie das Gebet verrichten möge. Also einen guten Kontakt zu Allah Ta'ala. Dann, dass die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt sein werden. Und zuletzt, dass sie versorgt werden materiell, ja, dass sie Früchte bekommen mögen. Was wäre unser Bittgebet gewesen? Deswegen die Frage vorhin. Wir lassen unsere Familie in einer Wüste zurück. Haben wir uns selbst dabei erwischt, darum zu bitten, dass sie Wasser und Nahrung haben mögen? Das, was Ibrahim a.s. als letztes erwähnte. Und das ist menschlich. Und deswegen die Korrektur im Koran. Das Allerwichtigste im Leben ist die Beziehung zu Allah Ta'ala. Und dann das Zwischenmenschliche. Und erst danach das Materielle. Und Abraham Maslow, der eigentlich mit dem Wort Bedürfnispyramide in Verbindung gebracht wird, weil er eine solche soziologisch erarbeitete, oder in der Soziologie, für die Soziologie eine solche erarbeitete, er hat es leider auf den Kopf gestellt. Er führt zuerst die materiellen Bedürfnisse an, als grundlegend, und danach die sozialen und später das, was er mit Selbstverwirklichung bezeichnet, Self-Actualization, was der zweite grobe Fehler ist, nämlich wir als Muslime sagen nicht Selbstverwirklichung, sondern wir wollen den Willen Allah Ta'alas erfüllen. Und das bedeutet die Selbstverwirklichung, weil wir sind nichts anderes als Diener Allah Ta'alas. Entweder freiwillig, weil wir uns bewusst dazu entscheiden, oder aber, weil wir uns entscheiden, innerhalb der Wahl, die Allah Ta'ala uns gab, das Ignorieren zu wählen, dass wir nicht mit unserem Schöpfer verbunden sein wollen. Das ist also unsere wahre Bedürfnispyramide. Und wir sind tagtäglich, wöchentlich damit beschäftigt, unsere materiellen Bedürfnisse zu planen. Das kennen wir. Ja? Wo werde ich zu Mittag essen? Beziehungsweise, was nehme ich mir in meine Brötchenbox mit? Ja? Und was werde ich zu Abend essen? Und habe ich was zu trinken dabei? Und diese Gedanken, sie prägen unseren Tag.
Und ich möchte von einer, aus einer SMS vorlesen. Ich habe mein Telefon jetzt hier hinten liegen lassen, aber ich habe es auf Flugmodus. Sinngemäß habe ich sie auswendig. Ich habe einen Termin mit einem Bruder am Dienstag. Wir werden etwas miteinander essen und Seelennahrung zu uns nehmen, beziehungsweise Seelennahrung zu uns nehmen und nebenbei nachgeordnet etwas essen. Und der Termin ist um 3 Uhr. Das heißt, ich kann hier mein Asr-Gebet beten und dann im Anschluss noch 5 Minuten Puffer haben, um 3:05 da zu sein. Und er schickt mir eine SMS und sagt, Bruder, wir treffen uns lieber um 15.30 Uhr, damit ich mein Nachmittagsgebet in aller Ruhe beten kann. Ja, diese SMS, die habe ich noch bei mir im Telefon. Mashallah. Ja, diesen Mann muss man respektieren, oder? Er schaut sich an, ja, wie läuft sein Tag und wie kann er die Gebete unterbringen und wie kann er das alles bequem machen. Diese Gedanken sollten wir tagtäglich haben. Wo werde ich beten? Wie werde ich beten? Auf Stein, auf Wiese oder auf dem Teppich oder ist ein Raum mir organisierbar? Mit wem werde ich beten? Besser man betet zusammen, dann kriegt man das 27-fache an Belohnung. Wo werde ich meine Gebetswaschung machen? Muss ich eventuell über Fußbekleidung streichen, um ein Schlamassel im Bad zu vermeiden? Ja, und die anschließende Reinigungsaktion, die natürlich dazugehört. Eventuell bin ich betrieblich bedingt, etwas, was ich mir nicht selbst ausgesucht habe, genötigt, die Gebete zusammenzufassen. Diese Fragen sollten uns tagtäglich, alltäglich begleiten. Unser Gebet. Subhanallah. Übrigens, ein guter Moment. Ich habe letzte Woche über den Sahabi berichtet, der gesagt hat, heirate zu einem anderen Sahabi, zu Abd al-Rahman ibn Rauf. Ja? Sa'd ibn Rabi'ah sagte zu Abd al-Rahman ibn Rauf, nimm die Hälfte meiner Geschäfte und ich scheide mich von einer meiner Frauen, damit du sie heiratest. Weil er kam arm und mittellos von Mekka nach Medina. Ja? Ich vergaß letzte Woche zu sagen, dass der Hadith, der direkt danach im Kapitel von Bukhari erwähnt wird, einen anderen Wortlaut hat. Nämlich, übernimm die Hälfte meiner Geschäfte und ich verheirate dich. Übernimm die Hälfte meiner Geschäfte und ich werde dafür sorgen, dass du heiraten kannst. Also ja, die Kosten für die Brautgabe und so ein bisschen bei der Vermittlung und so weiter helfen. Ja? Und ich habe einen Azhari-Gelehrten gehört, der gesagt hat, dass dieser zweite Hadith den ersten erklärt. Weil es widerspricht auch religiösen Inhalten, abgesehen davon, dass es der Kultur der Araber auch widerspricht, dass da jemand einfach sagt, heirate eine meiner Frauen, ja, die ich dann scheiden würde zuvor. Ja? Das widerspricht der gesunden Eifersucht, über die der Prophet Muhammad ja auch sprach, sallallahu alaihi wasallam. Das widerspricht dem, was man unter den Arabern soziologisch damals vorfand und rein praktisch, wie soll das gehen? Ja? Also als ob die Frau kein Wörtchen da mitzureden hätte. Ja? Das nochmal als Korrektur. Ich vergaß, die zweite Überlieferung im Anschluss zu erwähnen, weil ich im Hauptthema drin war, weil ich erstmal eure Aufmerksamkeit ja, provozieren wollte und dann, wie gesagt, in der Hitze der Ansprache vergaß ich das Ganze dann nochmal zu korrigieren beziehungsweise klarzustellen. Wie ging es hier Hajar? Der Friede sei mit ihr. Sie ist keine Prophetin, aber der Friede sei mit ihr. Sie wird zurückgelassen von ihrem Ehemann Ibrahim, alayhi assalam. Wie ging es ihr? Der Prophet berichtet davon, wie Imam Bukhari verifizierte. Sie sagte, Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihada alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay. O Ibrahim, wohin gehst du, um uns hier zurückzulassen in diesem unfruchtbaren Tal, wo es weder einen Menschen gibt, noch irgendetwas? Natürlich war sie erstmal irritiert. Und sie wiederholte dies. Ibrahim a.s., er wusste nicht, was er sagen sollte. Er wusste nur, er hat dies mitgegeben bekommen von Allah Ta'ala. Und vielleicht wollte er auch, dass sie selbst darauf kommt. Und subhanallah, das passierte. Sie sagte, Allahu alladhi amaraka bihada, ist es Allah, der dir dies anbefohlen hat?
Und er sagte, Naam, ja, so ist es. Was sagte sie dann? Subhanallah. Idan la yudayyuna. Er wird uns nicht verloren gehen lassen. Oh, Subhanallah, was ein starkes Wort. Eine Mutter mit etwas Wasser, mit etwas Nahrung, mit einem Säugling bei sich, in der Wüste, wo es nichts und niemanden gibt. Aber ein Prophet sagt ihr, dass dies die Bestimmung Allah Ta'alas ist. Ohne Bericht, Happy End oder wie auch immer. Aber das, was in ihrem Herzen war, kam dann auf ihre Zunge. Allah wird uns nicht im Stich lassen. Allah wird uns nicht im Stich lassen. Haben wir diesen Iman? Und Subhanallah, Hajar ist es, der wir gedenken müssen als Muslime, wenn wir Umrah machen oder Hajj. Weil ohne Sa'i, ja, Sa'i ist ein Rücken, ist ein unerlässlicher Bestandteil einer Umrah bzw. einer Hajj. Ist ein Rücken. Imam Abu Hanifa sieht das als Wajib, also dass man das noch durch eine Kafara wieder gut machen kann. Aber wir alle kennen den Sa'i. Und wir gedenken Hajar, wie sie hin und her lief. Wie sie hin und her lief auf der Suche nach Menschen, auf der Suche nach Nahrung zwischen diesen beiden Hügeln, Großhügeln. Subhanallah. Damit wir ihren Tawakkul, ihre Gottverbundenheit, ihr Gottvertrauen nachempfinden können, Subhanallah. Natürlich dort ist überall ein Restaurant und Wasser und für alles gesorgt, ja. Aber in unserem Herzen müssen wir diese Situation sehen. In unserem Herzen müssen wir diese Situation sehen. Und als dann Subhanallah im weiteren Verlauf, weil Samsam ihr dann geschenkt wurde, als die Nahrung ausging und Allah Ta'ala sie prüfte und sie beschenkte durch den Samsam-Brunnen, also nicht den Brunnen als Baut, sondern dass dann Samsam aus der Erde hervorsprudelte. Und dadurch kamen dann Vögel zu dieser Ortschaft, die von den Wüstenbewohnern erkannt wurden, von den umherziehenden Wüstenbewohnern erkannt wurden, als Vögel, die nirgendwo herumkreisen, außer dass sich dort Wasser befindet. Und so kam dann der Stamm der Jurhum und sie fragten Hajar, dürfen wir hier ansiedeln? Und sie sagte, ja. Aber hört euch jetzt das Wort dieser starken Persönlichkeit an. Sie sagte, Naam, walakin la haqqa lakum fil ma. Ja, ihr könnt hier ansiedeln, aber ihr habt kein Recht an diesem Wasser. Ihr habt kein Recht an diesem Wasser. Wasser ist für alle da. Ja, sie machte da jetzt nicht irgendwie Big Business oder ja, nutzte die Menschen aus oder erpresste sie. Er sagte, ihr habt kein Recht an diesem Wasser. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yumna'ana, drei Dinge, die nicht vorenthalten werden. Und er erwähnte das Wasser, das Weideland und das Feuer. Und das Wasser an erster Stelle. Wir haben ja auch übrigens unseren Bruder Tanju Doganai von Nur Energy, der Verein, der bundesweit und darüber hinaus zum Thema Nachhaltigkeit agiert. Dieser Hadith, diese Worte vom Propheten Muhammad sind sehr wichtig für die heutige Zeit. Weil unter anderem Firmen wie Nestle, die kaufen staatliche Wasserrechte. Das heißt, sie haben Zugang zum Grundwasser. Dieses Grundwasser lassen sie durch einen Filter laufen, so wie jeder von uns so einen Wasserfilter zu Hause hat. Und dann verkaufen sie das als Tafelwasser. Auch in Ländern, wo Wasserknappheit herrscht. In Südafrika beispielsweise. Und in 34 Ländern haben sie solche Wasserrechte, mindestens. In Südafrika beispielsweise, in Kapstadt, gibt es eine 50-Liter-Regel. Kein Haushalt darf mehr als 50 Liter verbrauchen. Wir in Deutschland verbrauchen durchschnittlich 121 Liter tagtäglich. Und was macht Nestle dort? Geht zum Grundwasser, was sowieso knapp ist, lässt es durch einen Filter laufen und verkauft es dann für 1 Euro pro Liter. Und andere Menschen, wie gesagt, haben nicht Zugang zu hygienischem Wasser. Drei Dinge, die nicht vorenthalten werden dürfen. Wasser, Weideland und Feuer. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Die sozialen Bedürfnisse, die zwischenmenschlichen Bedürfnisse, auf dass die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt sein mögen. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er legt uns ein Bittgebet in unsere Herzen und auf unsere Zungen, wenn es im Koran heißt: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Er lobt diejenigen, die sagen: Unser Herr, schenke uns von unseren Partnerwesen, von unseren Ehegatten und Gattinnen und unserer Nachkommenschaft Erfreuliches. So übersetzt dies Zaidan. Und mache uns für die Muttaqi als Imam. Ja, und lasse uns Vorbilder für die Muttaqun sein. Nicht Vorbilder für die Einfachen, sondern für diejenigen, die Allah Ta'ala mit Gottes Ehrfürchtige sinngemäß beschreibt. Das heißt, die Nahestehenden mögen etwas sein oder sollten uns erfreuen. Und dieses Wort Qurratu Ayn, das Verb gibt eigentlich die Kühlung wieder, beziehungsweise das Kühle. Ja, so eine Augenkühlung. Und das macht wortwörtlich übersetzt keinen Sinn für uns hier in der kalten BRD, ja, in den kälteren Regionen der Erde. Aber für die Araber war dies ein Ausdruck der Freude, der Glückseligkeit. Ah, Kühle für meine Augen. Ja? Deswegen wird das hier natürlich sinngemäß wiedergegeben. Und das war auch das, was die Ehefrau des Pharaons sagte, Asia. وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكْ. In Bezug auf Musa a.s. Und es sprach die Ehefrau vom Pharaon, oder die Frau vom Pharaon, dass Musa eine Augenfreude für sie und ihn werden möge. Für sie ja, aber für ihn dann natürlich nicht, wie wir später wissen. Und Allah Ta'ala, und das ist jetzt das Besondere an diesem Wort Qurratu Ayn, beziehungsweise A'ayun in der Mehrzahl, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und keine Seele weiß, was für sie verborgen ist an, ja, Augenerfrischung in Bezug auf das Jenseits, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Das heißt, Allah Ta'ala beschreibt die Familie, die Nahestehenden, als ein Anlass für Augenfreude, für Seelenerfrischung, den wir bereits im Diesseits genießen können. Und etwas, was im Jenseits als Lohn erwähnt wird. Und etwas, was als im Jenseits im Lohn erwähnt wird. Das heißt, die Botschaft der heutigen Khutbah natürlich zuallererst, dass wir eine Beziehung zu Allah Ta'ala wieder aufbauen und verbessern und danach auch unsere menschlichen Bedürfnisse nach Zwischenmenschlichkeit auch priorisieren gegenüber unseren materiellen Bedürfnissen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen. Helf uns, O Allah, dass wir mit dir verbunden sind, dass wir dir nichts beigesellen, dass wir dich nicht leugnen, dass wir dich nicht vernachlässigen, O Allah, weil dies bedeutet, dass wir unseren Lebenssinn verleugnen und vernachlässigen. O Allah, helf uns, mit dir verbunden zu sein in unseren demütigen, konzentrierten, sehnsuchtserfüllten Gebeten. Vergib uns unsere Schwächen und unsere Sünden, O Allah, uns und unseren Eltern und Familienmitgliedern und den verstorbenen Muslimen wie auch den Lebenden. Allahumma amin. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, O Allah, und lass uns ein Instrument deiner Rechtleitung sein. O Allah, bitte erlöse die Vertriebenen und die Bekriegten und die Gefangenen und die Gefolterten von ihrer großen Prüfung. O Allah, bitte heile die Kranken. O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten. O Allah, bitte
Schenke den Verzweifelten deinen Trost. O Allah, bitte erfülle die Nöte und Bedürfnisse der dich Bittenden und lasse unser Wirken ein Teil deiner Erfüllung sein. Ja Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und bitte schenke uns Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.